Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Ja, heute gibt's eine Schlacht vom Pütten. Es ist nämlich ein Replay. Und zwar ist er auf dem 38. Breitengrade. Ne, Breitengrad. Und zwar in Korea. In Nordkorea. Ja, 6.7 hat er. Was sonst noch? Er macht 4 Kills. Er nimmt 3 Gebiete ein. Ist damit erster Platz dann am Ende in seinem Team. Bin ich mal gespannt, wie er die Kills alle so macht. Naja. Er hat 25 Schuss mit. 5, Hartkerngranaten. Bin ich mal gespannt, ob er die auch mal einsetzt. Einsetzen wird, aber ich glaube tatsächlich nicht, weil die werden hier nicht benötigt. Weil wie gesagt, entweder T-34 jetzt als Beispiel, der Ami-Panzer T-34, da kommst du durch die Kanonenblende nicht durch, egal welche Munition du hast. Nee, die wird selbst auf 10 Meter Entfernung wird die Munition nicht durchschlagen. Weil der Kasten einfach 300 mm hat und noch stärker ist. Naja. Hoffen wir mal auf seine normalen Splittergranaten. Mit ballistischer Haube und Schutzkappe. Tatsächlich finde ich diese Panzergranate irgendwie am besten von allen Panzergranaten, die es im Spiel gibt. Danach kommen wohl die mit diesen platten Köpfen. Ja, ne, ich sag mal so, der Jagdtiger und die Maus haben die zum Beispiel, die haben die geladen, ja, und die ganzen Panzer-3er, die mit den kurzen Stumpen oder, also nicht die Panzer-4er, die haben ja auch kurze Stumpen, aber die Panzer-3er alle, auch die mit den 5 cm Rohren. Ne, Quatsch, 5 cm Granaten und irgendwas Länge 3,7 müssten die haben. Naja, er hat sich jetzt erstmal eingesmoked, also noch passiert da nicht viel. Ja, er wartet. Achso, ja, ich weiß warum. Er nimmt gerade das Gebiet ein. Okay, jetzt nicht mehr, tatsächlich. ja, er musste sogar rausfahren, weil er sonst beschossen werden könnte. Ja, sieht nicht so aus. Zumindest jetzt nicht mehr. Ja, das Gebiet einnehmen hat sich damit wohl erledigt. Vorerst. Weil jetzt steht ja auch ein Feind da drin. Hoffen wir mal. Ah, er wurde gerade gemacht. Ich wollte gerade sagen, hoffen wir mal, dass der so schnell wie möglich ausgeschaltet wird. Ja. Ganz easy. So, die haben ja den Sound nochmal von den MGs geändert. Ich finde den jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mega scheiße auf Entfernung. Dieses Geräusch von den MGs jetzt, von den Ami-MGs. Das hört sich an. Oh, Verzeihung. Das hört sich an, wie. Na, den hat er nicht erwischt, schade. Das hört sich an wie ein Specht, der gegen ein gegen einen Baum klopft. Gefühlt hört sich das so an. Tja, lassen wir das aber mal so. Auf jeden Fall hat da einer hart. Ja, feuert da einer hart. Also der muss wohl irgendwas Wichtiges zu tun haben. Oder vielleicht hat er zu viel Beiß gegessen. Ich weiß ja nicht. Ne? Kennt man ja.
So, wie man es ja von Pütten kennt, er steht immer sehr lange hinten. Aber wenn man, wenn man mal überlegt, er ist erster Platz geworden, er hat 4 Kills gemacht. Ja, 3 Gebiete dadurch, dass das wieder eingenommen wurde. Und ja, der Feind steht zwar noch drin, aber er nimmt es wahrscheinlich dann sofort wieder ein. Ah, ärgerlich. Hätte er weggeguckt, dann wäre das was geworden. So, zweiter Versuch. Ja, ein bisschen... Ah, schade. Nicht geklappt. Er muss die Kommandoluke treffen. Also, die beim Fahrer oder die beim Funker. Ist egal welche. Unten. Das sind Schwachstellen. Mögliche Schwachstelle ist über der Kanonenblende halt. Da ist so ein kleines Stück. Ja. Ansonsten typisch wie beim IS-3, IS-4, IS-6, IS-7 und. T10M zum Beispiel auch. rechts und links bei den Zahnrädern. Zahnräder meine ich nicht, sondern die Gleisräder. Ja, wobei, es gibt ja auch Zahnräder da unten. Die Dinger, die haben ja so, die sind ja Zahnräder. Die Getrieberäder. Antriebsräder, so. Also ich denke mal, er versucht den gerade zu umfahren. Könnte ich mir gut vorstellen, weil der steht ja, wird ja jetzt hier irgendwo gleich stehen. So. Also. Wo ist er? Komm, er sucht ihn. Beim T-34 muss ich immer sagen, ist es ein Genuss, diesen Panzer zu killen. Weil der halt eigentlich so viel krasser ist immer als der, als die typischen Deutschen. Hier. Tiger 2 und sowas. Komm, die Zeit hast du auch noch. Fahr ein bisschen vor. Die Zeit hat er anscheinend nicht gehabt. Das Problem ist, jetzt ist er weg. Ja. Hätte man sich natürlich denken können, aber... Das ist ein Panther. Ein Panther macht mal eben weg. Kein Problem. Easy going. T-34 ist da immer noch, okay. Er hat sogar eine grüne Stelle kurz gehabt. Das war, glaube ich, gerade die Stelle, die ich meinte. Halt über der Kanonenblende, so ein ganz kleines Stück. Oder guckt er weg? Nee, ja, er guckt jetzt wieder hin. Das, ja, nee, das war wieder eine andere Stelle. Hat er irgendwie Glück gehabt. So, er wurde jetzt, war natürlich klar eigentlich, dass das passiert, weil er zeigt ja der ganzen, also der Front, die ganze Linie da, den Arsch hin. Und durch den T-28 wird er nicht durchkommen. So, ein Schuss noch in den Motor, dann war es das. Ein Feuerlöscher hat er nämlich nicht mehr. Der hat aber auch 2 dicke Wämser da hinten reinbekommen, ey. Holy shit. Sieht man ja. Im Grunde wäre es eigentlich nur eine Textur, aber in echt wäre das ordentlich, wenn das jetzt so aussehen würde. So, da hat es gerade ordentlich gescheppert. Er nimmt das Gebiet jetzt erneut ein. Ja, Gebiet Nummer 2.
Oh, der Wasserturm, der ist zu Fall gekommen. So, er hat ein Canberra. Nee. Wie heißt denn das Ding noch? Canberra oder sowas. Ja, das ist die britische Version, die Canberra. Da. Ja, Canberra B. Zweitausend Kilogramm Bomben hatte er dabei. Also, ja, die waren sogar effektiv, zumindest für einen, den er ja abgeschossen hat mit den Bomben. Oder abgeworfen, besser gesagt. Ein Gebiet fehlt jetzt aber noch. Also einer müsste ja noch in der Nähe der Zone sein. Weil so lange geht die Schlacht nämlich auch nicht mehr. So, irgendwas IS-2, IS-3-mäßiges war da hinten. Man hat es gerade gehört. Der Schuss, der abgefeuert wurde, das war definitiv ein IS-2 oder sowas. Gucken wir mal, was die Gegner noch haben. Es war auf jeden Fall was Russisches. Ey, das war was Russisches. Präsident Donny. Jawohl. Donald Trump ist auch vertreten. Kein Wunder. Es könnte auch. Okay, es könnte auch die ISU gewesen sein. Na, merkwürdig. Der Donny hat aber nicht so gut abgeschnitten. Der ist ja schon raus. Diesen Weg, das muss ich mir. Ach Quatsch. Das muss ich mir mal angucken. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das Stück ist das? Ich habe noch nie gesehen, dass das so vertrocknet ist. Da war doch sonst immer mehr Wasser. Gefühlt. Aber gut. Will ich mal nichts sagen. Die MG-Schüsse machen ihm natürlich nichts. Juckt ihn einfach gar nicht. Ach so, das Gebiet wird er dann jetzt wahrscheinlich noch einnehmen. Aber ich bin gespannt über den letzten Kill, den er machen wird. Weil jetzt bleibt halt wirklich nicht mehr viel Zeit. Drei, ja, noch nicht mal 3 Minuten mehr. Könnte sein, dass der mit den MGs da rumschießt, dass er den gleich wegschießen wird. Also im Prinzip, ihm geht es eigentlich noch bestens, außer dass er keinen Feuerlöscher mehr hat. Da kann man jetzt nicht drum meckern, ne? Das kann man noch was mitmachen. Ist zwar ärgerlich, dass der eine Panzer ihn direkt beide Feuerlöscher gezogen hat, aber gut. Bin ich eigentlich dumm. Ich wünschte irgendwie, da wären 3 drin. Finde ich irgendwie besser. So, 2, das ist zwar eine gerade Zahl, ist aber so komisch irgendwie. Da würde ich doch eher 3 ins Spiel machen. Naja. So, ein Panzer. Nee, Quatsch, ein Panther. Ja, doch, ein Panzer 5. Sagt man dazu, glaube ich. Panzer 5 oder 6? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall Kurzname Panther. Und zwar der Panther G war das. Dann hat er ordentlich. Nee. Panther G? Panther D oder G? Doch, Panther G. Ich wollte schon sagen. Also, der sah doch sehr nach einem Panther G aus. Den hat er auf jeden Fall easy weggefetzt. Na, den Panther wollte er, den Tiger wollte er sich auch holen. Hat er, ja, immerhin angeschossen. Aber mal gucken, was noch draus wird. Ich glaube, die Schlacht geht vorher zu Ende. Das Gebiet hat er ja jetzt auch schon. Ja. Nee, ich glaube, der ist über alle Berge, gerade der Tiger. Das war ein Tiger H1. Da kommt der große Gigant runter, jawohl. Nee, das war's, da wird nicht mehr viel passieren. Hat er ja ganz easy gemacht, also, ne? Da bin ich sehr zufrieden mit ihm.
Hat er super gemacht. Pütten ist ein guter Spieler, muss man sagen. Also Pütten, der kann das. Genauso wie der Zocker. Ja. Sehr ruhig. Mich wundert, dass keine Musik da ist. Jetzt kommt sie langsam. Ja, wir sehen's. Erster Platz ist er geworden. Ja. 4 Kills ist zwar nicht so viel, aber dafür, dass er halt die Basis, die Basen oder besser gesagt die Gebieten, Gott, die Gebiete gecaptured hat, hat er ja ganz gut gemacht. Also man muss sagen, eigentlich hat man nur dank ihn gewonnen. Wäre Pütten nicht in die Gebiete gefahren, dann hätten die das mit Sicherheit verloren, weil, ne, die Gebiete zählen ja schließlich am meisten, ansonsten wird das nichts. Wie dem auch sei, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben da, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ciao!